Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei einer wunderschönen neuen Folge. Wir sind bei Witcher 3 zurück und es geht in eine wunderschöne Cutscene. Wohnt hier Baronin Lavalette? Hat dich nicht zu interessieren. Die Baronin gibt sich nicht mit jedem ab. Keine Sorge, ich bin wegen ihrer Kammerzofe hier, Molly. Geh aus dem Weg. Die Baronin reitet aus. Verschwinde! Geralt von Riva vor meiner Tür? Das kann kein Zufall sein. Ich grüße dich, Baronin. Guten Tag, General. Du hast recht. Ich komme nicht ohne Grund. Ich weiß, wer du bist. Aber der Etikette halber, Maria Luisa Lavalette. Ein kaiserlicher General und ein Hexer treffen sich und kennen einander. Erstaunlich. Wir kennen einander. Ich habe vorhin in Wüsemar getroffen. Ja, wir hatten die Gelegenheit zu einem Gespräch, als der Kaiser mich nach Wüsemar zitiert hat. Hast du Ärger mit Var Emrys? Nein, dann wärst du längst tot. Ihr habt also gemeinsame Interessen. So, aber lass uns woanders reden. Willst du meine Einladung annehmen und mir verraten, was dich hierher führt? Ich suche ein Mädchen namens Molly. Sie soll hier arbeiten. Meine Kammerzofe. Leider ist sie gerade bei meiner lieben Freundin Patricia Wegelbut. Vielleicht kann Geralt uns ja begleiten. Er könnte bei den Rennen mit Molly sprechen. Käme das für dich in Betracht, Hexer? Einem städtischen Spektakel beizuwohnen? Ach klar, dann ist es nicht so... hier. Also, wenn Molly da ist... Dann ist es nicht so trocken. Dann mal los. Oh, ein bisschen Abwechslung. Ja, Wache. Von wegen. Sie spricht nicht mit jedem, ja? Wir sind ja auch nicht jeder Knallfrosch. Schöne Kamerafahrt. Ladebildschirm. Wegelbut anwesend. Einige Stunden Shopping. Da wären wir. Mein Vater besaß ein ähnliches Anwesen in Brugge. Als Mädchen war ich dort oft reiten. Wollen wir uns die Pferde ansehen? Magst du Pferde, Geralt? Eigentlich schon. Ich habe meine Pferde immer Plötze genannt. Die graue Stute ist Cantarella. Von Kahir gezeugt, dem Sieger von Wohle. Grau, schöne Farbe. Auch bei Pferden. Ich wette auf den schwarzen Hengster. Nemrod, reinste Nilfgaarder Zucht. Fehlt noch, dass er vor dir salutiert, General. Weißt du irgendwas über den Fuchs da oder den Braunen? Der Fuchs heißt Donner. Ein reinblütiger Redanier. Edles Ross. Aber zu eigenwillig für meinen Geschmack. Schwer zu beherrschen. Und der Braune stammt aus Serikanien. De Volt hat ihn kürzlich gekauft. Ich weiß nicht viel über ihn, aber Serikanier sind bekannt für ihre große Ausdauer. Ist Molly ein Pferd? Bitte? Eigentlich bin ich hier, weil ich Molly suche. Geduld, Hexer. Sie wird bald hier sein. Ich habe sie gebeten, zu uns zu stoßen, sobald sie ihre Aufgaben erledigt hat. Es dauert gewiss nicht mehr lang. Das hängt davon ab, was du ihr aufgetragen hast, Herrin. Aber ich habe keine Wahl. Ich warte. Du kennst dich gut mit Pferden aus. Auskennen trifft's nicht ganz. Morvran ist ein echter Experte. Pferde sind ehrlicher als Menschen. Ich bin sehr gespannt, wie du dich im Sattel hältst, Hexer. Ich versuche, nicht runterzufallen. Wie wär's mit einem kleinen Rennen? Deswegen bin ich nicht hier. Lass mich nicht betteln, Hexer. Weißt du was? Wenn du gewinnst, kriegst du meinen besten Sattel. In Nilfgaard gemacht. Aus herrlich gegerbtem Leder. Warum nicht? Würde gern sehen, ob dir dein Wissen über Pferde auch im Sattel nützt. Gut gesprochen. Welches Pferd wählst du, Hexer? Also, gerne einen der beiden.
Außenseiter sozusagen. Fuchs, da habe ich aber Angst, dass er uns vielleicht einfach mittendrin abwirft. Beim Braunen, wir haben auch eine braune Stute. Gut, er ist kein Stute, aber wir haben ja auch einen braunen. Serikanisches Pferd, große Ausdauer, Pferderennen. Ah. Hab schon viel von serikanischen Pferden gehört. Ich nehme den braunen. Schauen wir mal. Ich reite nicht mit, aber dafür wette ich. Nimrod gewinnt. Der Reiter spielt keine Rolle. Dann nehme ich Cantarella. Wir sollten nicht länger warten. Fangen wir an. Sei gegrüßt. Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, ich schaff's irgendwie. Reiter, bereit? Ich liebe dieses Tempo, diesen Wind. Hey. So, schauen wir mal. Wir haben ja einen halbwegs ordentlichen Sattel drauf. Aber die Ausdauer geht natürlich trotzdem zur Neige. Das wird nicht reichen bis zum Ende. Los geht's, Hexer. Zeig mal, aus welchem Holz du geschnitzt bist. So, haben wir ein bisschen Ausdauer getankt. Ich liebe dieses Tempo. Und abgedrängt, vielleicht reicht das. Glaube aber nicht. Nein, ich glaube nicht. Jetzt müssen wir nur wieder abdrängen. Nicht das Pferd schonen. Puh, das war knapp. Das war atemberaubend. Ein famoser Sieg. Ich meine, hey, das war... Für jemanden, der nicht reiten kann, hast du dich vorzüglich im Sattel gehalten. Meinen Glückwunsch. Das ist deins. Danke, danke. Überlegener Rennsattel. Dürfte ich wohl jetzt mit der Kammerzofe sprechen, Herrin? Ach ja, Molly. Deswegen bist du ja überhaupt hier. Ja? Die stämmige junge Frau dort, das ist sie. Sprich mit ihr. Und stämmig. Komm zu uns, wenn du nach Novigrad zurückkehren willst. Wir reisen gern mit dir zusammen. Stämmig. Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Ich hab da wohl einen Arsch offen, wenn das stämmig ist. 50 Ausdauer. Alles klar. Gut. Wann hast du dir zuletzt die Haare gewaschen? Es geht dich in Scheißdreck an. So. Wir gucken mal. Gibt's hier vielleicht... Heutzutage alle weichen der Birne. Nichts Interessantes hier. Okay. Alles so leid. Ach, nichts ist so schwer. Gute Gesundheit. Gute Gesundheit. Okay. Ja, Holle war wirklich knapp, aber wie gesagt, es reicht ja nicht aus. Also die Ausdauer, die normale. Und daher. Geralt? Geralt von Riva. Das ist korrekt. Na gut, okay, dann reden wir mal mit Molly. Ach, jetzt kann ich hier nicht drüber hüpfen. Dann eben da lang. Ist ich so bin Molly, hier. Herr. Du wolltest mich sprechen? Nenn mich Geralt. Geralt? Der Geralt? Dem Rittersporn ein ums andere Mal das Leben gerettet hat? Ja, ach, wenn er nicht wäre. Ohne Rittersporn wäre ich jetzt nicht hier. Er hat mir von euren Abenteuern erzählt. Wie er dich mit Liedern auf den Kampf einstimmt und wie er den Kairan mit seiner Laute gezähmt hat. Ich meinte das wörtlich. Ich bin wegen Rittersporn hier. Ich wollte dich fragen, ob du weißt, wo er sein könnte. Nein, leider nicht. Wir haben uns eine Ewigkeit nicht gesehen. Die Baronin ist nicht erfreut, dass wir uns kennen. Sie hält Rittersporn für einen nichtsnutzigen Faulpelz. Stell dir nur vor. Aber vielleicht kann dir seine Schwester helfen. Ein so nettes Mädchen. So?
Erinnerst du dich an dein letztes Gespräch mit Rittersporn? Na klar. Er wollte etwas Geld für eine Barke leihen. Was? Wozu braucht er denn eine Barke? Für eine romantische Bootsfahrt im Mondschein auf den Kanälen. Er sprach von Erdbeeren und diesem Perlwein und er wollte mir ein Ständchen singen. Aber seitdem ist er weg. Oh. Dir ist klar, dass Rittersporn gar keine Schwester hat? Und ob er eine hat? Ich hab sie doch gesehen. Aber sie sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. Ist blond. Vielleicht haben sie verschiedene Väter. Ciri? Und auch verschiedene Mütter. Vielleicht. Aber er hat sich um sie gesorgt. So wie er ihre Sachen getragen hat und... Weißt du, wo ich sie finde? Rittersporns Schwester? Leider nicht. Immer wenn ich gefragt habe, wann wir sie besuchen, ist er ganz still geworden und hat das Thema gewechselt. Danke, Molly. Warte. Bevor du gehst, habe ich noch eine Bitte. Mhm. Rittersporn hat versprochen, mir seine Briefmarkensammlung zu zeigen. Er hat's nie getan, aber ich würde sie so gern sehen. Wird nicht schwer, ihn zu überreden. Er zeigt sie liebend gerne. Jeder, die er trifft. Oh, das ist wundervoll. Danke und viel Glück bei deiner Suche. Ja, Sieh an, noch ein Mutant. Gut. Er zeigt die Briefmarkensammlung, also jeder, die er trifft. Mhm. Was ist das hier eigentlich? Sanduhr? Oh, hier gibt's doch ein Rennen bestimmt, ne? Hier sitzen haufenweise Leute auf der Tribüne. Oder auf den Tribünen. Aber sonst passiert hier nichts. Diese Jugend heutzutage. Ja? Abweichende Birne. Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Kann das sein, dass hier eigentlich noch ein Rennen stattfinden soll, aber... das halt... gerade einfach nicht stattfindet. Passt das von der Zeit her gerade nicht, oder? Diese Jugend heutzutage, alle weichen der Birne. Also sollte ich vielleicht mal kurz mich hier meditieren in die Gegend. Ja, warte mal. Die machen wir mal bis um 8. Jetzt sitzen die hier beim Regen. Ja, ja, gut, dann. Ah, Geralt, da bist du ja. Wollen wir zusammen zurückreiten? Sehr gern. Ist ein langer Weg bis Novigrad und mit Begleitung erscheint er nicht ganz so lang. Sehe ich auch so. Nun dann los. Okay, vielleicht kriegen wir ja noch so eine Quest hier zum Reiten. Es sah halt so aus, als wenn es so eine Rennstrecke halt... Rennstrecke, also so eine Pferderennbahn ist. Naja, gut. Und da wären wir. Danke für deine Gesellschaft. Gleichfalls. Kein Ding, Vorhis. Ah, Geralt. Was kann ich für dich tun? Große Änderungen stehen an im Kaiserreich? Du weißt es nicht? Der Kaiser hat dich rufen lassen. Das tut er nie ohne Grund. Es ist klar, dass er seine Tochter sucht. Du weißt viel. Natürlich. Ich bin der Sohn meines Vaters. Was hat dein Vater damit zu tun? Es trifft sich gut, ich bin auch der Sohn meines Vaters. Er steht dem Kaiser nahe. Und er kennt die Opposition, die seine Abdankung will.
Cirilla den Thron zu überlassen, ist das Beste, was der Kaiser tun kann. Hm. Aber wie man weiß, braucht eine Kaiserin einen Kaiser an der Seite. Mein Vater wird dafür sorgen, dass der richtige Mann ausgewählt wird. Du willst der Mann von Ciri werden? Nee. Mach's gut. Nicht, wenn wir das verhindern können. Dieses Wetter bedrückt mich in der Tat. Dann hab ich das Weichei bis in den Garten gejagt. Hast du ihn erwischt? Ich höre, nein, guter Mann. Der Arsch hat sich gewunden wie ein Aal. Dann ist er durch das Loch in der Mauer hin. Wir können einfach mal so in die Kanalisation runter. Was? Dieses Wetter bedrückt mich in der Tat. Habe ich jetzt schon wieder was getriggert, was ich hätte nicht... Ja, manchmal, ne? Ah. Ich schieb dich einfach mal hier mit rein. Alles klar. Dir geht's nicht gut, ja? Okay. Der Ponta wird schon wieder steigen. Oder bin ich einfach nur nah genug dran gewesen und deswegen? Was willst du? Rein? Rosava Artre erwartet mich. Ich soll sie im Schwertkampf unterweisen. Komm mit. Sie wartet schon. Gut, da sind wir. Aha. Ich hoffe, dir ist klar, worauf du dich eingelassen hast. Hoffe ich auch. Fräulein Rosa hat ein animalisches Temperament. Kennt keine Gnade, wenn sie ein Schwert in der Hand hat. Das macht nichts. Wir sind auch nicht ganz unbedarft. Was? Willst du mit mir? Alles Gute. Alles Danke. Gute. Danke. Warte, ich bin gleich da. Sie, die da weiß. Naja, ich weiß immer noch nicht, ob das eine richtige Entscheidung war, aber... Ja, die Kinder sind tot, ne? So leben die anderen weiter. Vermeintlich. Schnapp dir ein Holzschwert. Und pass auf, dass du dem Fräulein nicht wehtust, sonst lernst du den Botschafter kennen. Den Botschafter kenne ich schon. Komm mit. Du bist mein neuer Lehrer? Na sowas. Diesmal hat sich Papa ja wirklich Mühe gemacht. Nimm dir erstmal Holz. Zeig, was du drauf hast. Na dann. Die Hose sieht so falsch aus. Als wenn er eine Unterbuchse drüber hätte über einer Jeans oder so. Das sieht so albern aus. Was sollen denn zwei Schwerter, wenn ich nur eins führen kann? Tja. Es kommt halt auf das Blut drauf an, was du damit... Was? Verlieren wir die Nerven. Gut gekämpft. Du bist viel besser als der Letzte. Ich bin eigentlich gar nicht dein Schwertkampflehrer. Ach, wer bist du dann? Und wie bist du reingekommen? Ich habe gesagt, ich bin der Schwertkampflehrer.
Ich bin ein Hexer und geschäftlich hier. Die Wachen haben mich reingelassen. Ach, komm. Ich bin ein Hexer. Ich suche... Ein Hexer? Fantastisch! Ich wollte schon immer einen Hexer treffen. Wie aufregend! Dachte ich mir schon. Was ist denn daran so aufregend? Der Tanz auf dem Vulkan, Spuren lesen, gegen Bestien kämpfen, unterm Sternzelt schlafen. Oh, das muss toll sein. Mhm. Kämpf mal gegen einen Zeugel, wenn du bis zum Hals im Abwasser stehst. Unvergleichlich. Das gehört wohl nicht zu den Höhepunkten. Warte, wolltest du nicht was fragen? Ja. Aber zuerst? Ehe ich frage, muss ich sagen, dass du recht gut mit dem Schwert umgehst. Lass nur deine linke Flanke nicht offen, wenn du ausweichst. Oh ja, schreckliche Angewohnheit. Werd ich einfach nicht los. Hatte gehofft, jemand aus Novigrad könnte mir dabei helfen. Aber verwirr mich nicht mit Ratschlägen. Du hast schon gestanden, dass du nicht zum Training hier bist. Das ist doch egal. Man kann doch trotzdem einfach mal sagen, hier, so und so ist es. Wir sind ja trotzdem wissend, wenn es um Schwerter geht. Wir haben ja schließlich zwei. Ja, also von daher... Ich wollte nach deinem Rhetoriklehrer Rittersporn fragen. Rhetoriklehrer? Zum Lachen. Als solchen hat Papa ihn eingestellt, aber er hatte daran kein Interesse. Meist hat er Laute gespielt und gesungen. Wollte wohl jemandem den Hof machen. Also hat er nicht... Aber ihr hattet doch irgendein Verhältnis. Wenn du es ein Verhältnis nennst, das er mir nachstellte, jedenfalls lief zwischen uns nichts. Die Musik klingt Meine echt wie Schwester Fable, ne? Meine hatte ihren Spaß auf unsere Kosten. Doch genug geplappert. Kämpfe! Klingt so nach ich Fable. Ich verlange eine Revanche. Na gut. Komm schon. Verdammt. Also, lässt mich ja noch nicht mal gehen. Falls du es nicht mitkriegst, prahle ich nicht, sondern kämpfe. Was sollen denn zwei Schwerter, wenn du eh nur eines führen kannst? Da ist eine Truhe. Die muss ich mitnehmen. Verdammt! Auch wenn du kein Lehrer bist, solltest du einer werden. Willst du mir nicht ein paar Stunden geben? Ach klar. Einer Dame darf ich nichts abschlagen. Was turtelt ihr Täubchen denn da? Du hast mich nach meinem Verhältnis zu Rittersporn gefragt? Nun, hier ist die Urheberin des Durcheinanders. Edna Var Atre, größte Unruhestifterin nördlich und südlich der Yaruga. Aha. Zwillingsschwester oder was? Oder einfach nur normale Schwester? Moment mal. Wollt ihr sagen, dass Rittersporn euch verwechselt hat? Gelegentlich schon. Das hat Rosa aber schnell aufgeklärt. Wenn du kurz deinen gehässigen Mund halten würdest, liebe Schwester, könnte ich erklären. Edna hat Rittersporn Liebesbriefe geschickt, unterschrieben mit meinem Namen. In seiner Eitelkeit ist er darauf reingefallen. Ich durfte mich der Avancen des alternden Baden erwehren. Rosa, es war doch nur gut gemeint. Ich fand, dass du Hilfe beim ersten Schritt brauchst. Du bist bei jeder seiner Balladen errötet. Hör auf, sonst singt er als nächstes bei deinem Begräbnis. hier, 1-1-1. Beruhigt euch, meine Damen. Kein Poet ist einen Streit unter Schwestern wert. Schon gar nicht dieser. Hört mal, ich will nur eins wissen. Habt ihr Rittersporn in letzter Zeit gesehen? Edna vielleicht. Ich jedenfalls nicht. Liebe Schwester... Ich würde mich doch nicht mit einem Mann treffen, für den du heimlich brennst. Brennen? Für einen, der ständig die Talente einer anderen preist? Dazu bin ich nicht dumm genug. Gebildete junge Damen wie ihr wissen doch sicher jede Menge über Politik. Wir haben dies und das aufgeschnappt. Was willst du wissen? Machen wir wieder rein. Ist genügend für den Thumbnail da. Der Kaiser drängt weiter nach Norden. Die Höflinge sind sicher begeistert. Seine Vertrauten sicher. Aber Papa sagt, dass das nicht mehr lange so geht. Warum nicht? Er meint, dass der Krieg den Handel stört. Und dass die Leute es leid sind, die Abenteuer des Kaisers zu bezahlen.
kann ich mir gut vorstellen. Das ist alles gut, solange es eine gewisse Propaganda gibt und solange man irgendwie noch Vorteile daraus bekommt. Aber man sieht ja, dass es überall Nachteile hat. Und der Krieg geht immer weiter und der Krieg ist ja jetzt gestockt irgendwie auch. Das heißt, es gibt wahnsinnig viele Ausgaben, wahnsinnig viele Einschränkungen, aber es passiert halt nicht was. Also nicht wirklich. So ein Fortschritt und so. Weiß nicht. Könnte ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere dann nicht sehr begeistert davon ist und irgendwann dann auch mal sagt, so, nee. Wie läuft denn der Krieg? Ist eine Entscheidung in Sicht? Papa sagt, vieles hängt an Radovid und daran, wer Novigrad zuerst einnimmt. Wieso Novigrad? Das ist doch eine freie Stadt. Sie ergreift nie Partei und hält sich aus jedem Streit raus. Oh, jedes Kind weiß doch, dass Novigrad die größte Flotte der Welt hat. Und angeblich quillt die Schatzkammer so über, dass man 2 Armeen ausrüsten könnte. Na super. Eine für jede Seite und die kämpfen dann wieder gegeneinander. Anderes Thema. Verhielt sich Rittersporn in letzter Zeit seltsam? Ungewöhnlich? Ungewöhnlich? Eigentlich nicht. Zwecklos, Geralt. Sie ist so verknallt, die würde nicht mal merken, wenn er zum Werwolf würde. Edna! Was denn? Du musst nicht so tun, als wäre er normal. Weißt du noch, als er uns auf den Friedhof führte? Rhetorikstunden oh, cool. Auf dem Friedhof? Selbst für Rittersporn ungewöhnlich. Wir wollten die Gräber berühmter Professorin von Ochsenfurt besuchen. Am Ende stellte er lauter Fragen über Markgraf Henkel. Über wen? Ein exzentrischer alter Kauz. Neulich verstorben. Als junger Mann ist er offenbar ein wichtiger und großzügiger Förderer der Künste gewesen. Mhm. Von wem hat Rittersporn denn gesungen? Kennt ihr sie? Sie ist wohl eine Dichterin oder Bardin. Selbstredend außergewöhnlich begabt und fähig. Diese Frau, sie ist nicht von hier, oder? Ich glaube, er hatte ihren melodiösen, kuvirischen Akzent gelobt. Kann sein. Er hat sie ein paar Mal Kalonetta genannt. In Kuvir sind bizarre Namen üblich. Ich muss Soltan nach dieser Kalonetta fragen. War mir ein Vergnügen, aber ich habe noch was zu erledigen. Äußerst erfreut, dich kennenzulernen. Komm bald wieder. Und? Was ist jetzt mit weiteren Stunden? Na klar, ja. Du bist überzeugend, Fräulein. Woher du das bloß hast? Sag mir Zeit und Ort. Morgen hier? Gleiche Zeit wie heute? Gut, bis dann. Bis dann, Meister Hexer. Die hat doch was vor. Warum sind die Frauen hier in diesem Spiel immer so hinterhältig? Vor allem die Schwestern zueinander. Die hackt doch jetzt gerade wieder was aus. Und könnt ihr euch noch an die andere erinnern, wo die Schwester wusste, dass der Mann von ihrer Schwester ein Werwolf ist und sie dann in der Nacht rausgeführt hat? Sind die, die spielen alle so ein falsches Spiel. Das ist ja grandios hier. Wow, redanischer Kräuterschnaps. Wow, hat sich übelst gelohnt. Ja. Sonst gibt's hier nichts. Meinst du, Matthias, dass es in der realen Welt genauso ist? Naja. Also manchmal schon, da gebe ich dir durchaus recht. Aber hier ist es schon echt häufig. Naja. Wow, krasser Becher. Aus dieser coolen Truhe. Wir gucken einfach mal, was es hier oben gibt, ne? Ich meine, hey, der kennt uns. Der Botschafter. Er wird uns das schon nicht übel sehen. Cool, cool, cool.
Oh, hier noch ein bisschen was umgelagert. Sozialistisch. Geh weg. So, pass auf. Jetzt gehen wir mal hier runter. So, weil wir waren ja vorhin schon mal hier unten und dann bin ich ja wieder umgedreht. So, hier geht's nicht lang. Huch. Gerade eben war es doch noch deutlich heller. Wow, krasser Apfel. Ah ja, okay, hier geht's auch rein. Okay, okay, okay. Dann gehen wir mal in die andere Richtung. Siehst du, hier schlägt es wieder um. Yes. Na. Warte mal, wir machen mal schnell Nekrophagenöl drauf. Einfach nur so. Bin ich jetzt schon wieder furchtbar unterwegs? Also, dass ich hier wieder wo lang laufe, wo ich nicht sein sollte? Zu dieser Zeit? Wie schmeckt dir das, Junge? Ich habe nur E gedrückt, wie so ein Lootkranker. Yay! Okay. Ja. Vielleicht brauchen wir das ja später nochmal. Keine Ahnung. Oh Gott. Okay. Interessant. Na gut. Achso, das hat deine Mutter gesagt, dass es in der realen Welt genauso ist. Gut, dann waren wenigstens nicht wir Männer, dass sie das gesagt haben. Mach mal auf. Ja, Schlüssel wird benötigt. Du hast das Gesicht eines Missratenen. Ja, danke. Scheiße. Was hast du ein Problem? Interessant. Ja. Was ist hier interessant? Kann ich die Sachen hier mitnehmen? Bestimmt, oder? Ja. Oder halt auch nicht. Hey Hexer. Was muss ich tun, um deinen schönen Tag zu kriegen? Ah, ja. Bist du nicht. Aber das ist egal. Macht nichts. Mädchen, geh einfach vorbei. Genau, genau. Hier gibt's nichts zu sehen. Alles gut, alles easy, alles schön.
So, gut, dann reden wir jetzt mal mit Soltan. Mal sehen, was der so sagt. Zu dem ganzen Thema. Ja, und dann, wie angekündigt, ich glaube, genau, wir reden jetzt mal mit Soltan. Wenn wir da dann damit fertig sind, mit Reden. Was ja hoffentlich nicht so lange dauern sollte. Dann gucken wir mal kurz außerhalb der Stadt nach. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Ich fühle mich geehrt, aber nee, danke. Wie geht's dir, Puschel? Hast du den alten Soldaten vermisst, Käuzchen? Was? Du hast nicht mal das Wasser getrunken, ungezogener Vogel. Sag mal, lecker, drecker. Ah, du bist wieder da. Kennst du Puschel schon? Sie müsste jeden Tag mit dem Sprechen anfangen. Das ist eine Eule, kein Papagei. Wo hast du sie her? Soltan, vermutlich kann nicht mal ein Magier diese Eule in einen Papagei verwandeln. Du wirst schon sehen. Hör gut zu, sie wird schon bald gewinnt mit uns spielen. Aber wir gegen die ja kann ich eventuell gewinnen. Reden. Und, wie steht's? Viel erfahren? Sag mir erst, was du erreicht hast. Ein paar blaue Flecken und ein zerrissenes Wams. Abgesehen davon nicht viel. Er hat bei keiner gewohnt. Sie haben ihn alle lang nicht gesehen. Hab nur was über seine Verführungskünste herausgefunden. Taugen aber nicht viel. Lass mal hören. Bin gespannt. Weißt du, wie er ein Mädel umwarb, das Naturkunde studierte? Er fragte sie nach den Gewohnheiten der Trolle. Und weißt du, wohin er mit der Köchin der Passiflora ging? Zur Straße, die von Ochsenfurt nach Novigrad führt und die gerade repariert wird. Sie musste stundenlang zusehen, wie die Arbeiter Felsen zu Pflastersteinen zertrümmerten. Und er verkaufte ihr das als romantischen Ausflug. Weiß ja nicht viel über Menschenfrauen, aber eine Zwergin würde das zu Tode langweilen. Dein Poet wird langsam alt. Vielleicht. Oder er hatte wirklich seine Gründe. Es klingt, als hättest du was rausgefunden. Er führt was im Schilde. Die Frauen auf meiner Liste haben Rittersporn länger nicht gesehen. Sie sagen alle, er hätte sich seltsam benommen. Behaupten auch, er hätte eine neue. Doch die geheimnisvolle Dame war nicht auf meiner Liste. Wie soll's denn aussehen, dieses Mädel? Blond, aus Kovir. Angeblich eine Bardin. Sie heißt Kalonetta oder so ähnlich. Ah, das macht die Sache ja glasklar. Das ist Priscilla. Ja, das muss sie sein. Wer ist diese Priscilla? Eine Bardin, wie du sagtest. Seit kurzem ziemlich bekannt. Stell dir Rittersporn mit Titten vor, dann weißt du in etwa, wie sie aussieht. Interessantes Bild. Wie ist Rittersporn mit seiner Doppelgängerin klargekommen? Hat sich verknallt, glaube ich. Diese Bilder im Kopf. Ach, diese Bilder im Kopf. Oh. Was soll ich sagen? Könnte sein, dass er endlich seine Meisterin gefunden hat. Sie mag seine Meisterin sein, ja. Oder vielleicht mehr. Der Kerl ist hin und weg. Sie hat ihm den Kopf verdreht. Gut, dann müssen wir wohl mit ihr reden. Priscilla spielt in einer Schaustellertruppe. Renard und die Füchse. Immer wenn sie in der Stadt sind, tritt sie abends im Eisvogel auf. Dann sind wir zu einem Liederabend, verdammt. Musst du immer meckern? Das ist echte Lyrik, Geralt. Du wirst sehen. Triff Soltan nach Sonnenuntergang im Eisvogel. Ja, das machen wir. Aber wie gesagt, wir beenden jetzt erstmal die Folge. Dann gucken wir uns hier auf der Karte nochmal so diese Sachen hier an. Vielleicht mit einem kurzen Abstecher rüber und darüber. Dass wir einfach mal was anderes machen. Wir sind jetzt wirklich viel mit Questen rumgelaufen. Ich muss mal wieder ein bisschen, ne?
bisschen was sehen, ein bisschen was erkunden, ein bisschen was abschlachten, so, ne? Der Geralt wird sonst noch alt auf seine alten Tage und das zehrt dann an seiner Übung, das wollen wir nicht zulassen. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Cheerio.